Gleich kommt das Falterradio. Vorher gibt es noch Werbung. Sie hilft, unsere journalistische Arbeit zu finanzieren. Weihnachten war ohne langen Bart. Mit Extra Bob. 20 GB und Endlosminuten und SMS für geschmeidige 18,90 Euro. Inklusive gratis Huawei Mate 20 Lite. Jetzt nur auf Bob.at. Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falter Radio für Donnerstag, den 22.11.2018. Diesmal ist das Falter Radio ein Falter Talk, der auch von den Kameras von W24 aufgenommen wird. Schlafwandelnd in Europa, so lautet die Frage in unserem Titel, wie können wir uns gegen nationalistische Demagogen wehren, die unsere offene Gesellschaft bedrohen? Im Podcast-Studio des Falter in der Wiener Innenstadt begrüße ich zwei hochrangige Gäste. Ich freue mich sehr, dass Jean Asselborn hier ist. Hallo. Hallo. Jean Asselborn ist der Außenminister Luxemburgs und ich begrüße den ehemaligen Bundespräsidenten Heinz Fischer. Willkommen. Danke. Mit mir Platz genommen hat hier der Hausherr, Falter-Chefredakteur Florian Klenk. Hallo. Hallo. Jean Asselborn hat den Anstoß gegeben für ein Theaterstück. Alles kann passieren, lautet das Theaterstück. Ist, glaube ich, nicht sehr häufig, dass ein Politiker Anstoß für ein Theaterstück gibt. Wie oft ist Ihnen das schon passiert? Ja, also nicht Politik, sehr oft. Politik und Theater sollen ja zwei verschiedene Sachen sein. Doron Rabinovici hat dieses Theaterstück verfasst. Es besteht aus einer Kaskade von fremdenfeindlichen Äußerungen rechtsrechter Politiker in Europa. Eine richtige Höllenfahrt ist das, wenn man das liest und wenn man das sieht. Der Ausgangspunkt für dieses Polittheater war eine Szene in Wien mit Jean Asselborn bei einem EU-Treffen, wo er auf eine fremdenfeindliche Äußerung des italienischen Innenministers Salvini gesagt hat, Merdal auch. Also wenn man deutsch übersetzt, Scheiße. Was war die Aussage des Salvini, die Sie da so provoziert hat? Also Merdal auch, glaube ich, ist nicht das, was Sie gesagt haben. Auf Französisch heißt es genügt. So, ist natürlich ein starker Ausdruck. Was mich dazu gebracht hat, ist, glaube ich, eine kontrollierte Entgleisung. Ich weiß, dass wenn europäische Minister mit afrikanischen Ministern zusammensaßen, das war nicht nur EU, auch in einer gepflegten Stadt wie Wien, dass man natürlich die, sagen wir mal, die diplomatischen Gepflogenheiten nicht so einfach über Bord werfen kann. Aber ganz kurz, ich habe als Erster gesprochen und ich habe zwei Sachen gesagt. Das Erste, dass wir die internationalen Konventionen, die Genfer Konvention respektieren müssen in Europa. Und zweitens, dass wir auch legale Migration fördern sollen, dass wir sagen, seit 2015. Die Antwort von Salvini war, uns passt die Genfer Konvention nicht mehr. Nichts hindert uns daran, sie zu ändern. Die Grundrechte, die Grundrechte für Flüchtlinge, ja. Das Zweite hat er gesagt, in einer totalen Verdrehung, dass eigentlich die Menschen, die aus Afrika zu uns kommen, Sklaven sind und dass er als Italiener keine Sklave nötig hat. Und wenn Luxemburg glaubt, sich zu die Bevölkerung zu verjüngen, dass wir dazu afrikanische Sklaven bräuchten, dann sollen wir das tun. Also da ist mir, ich habe gesagt, das war kontrolliert, ja. Man kann eigentlich nicht ganz viel machen in einer solchen Runde, wo man das Wort nicht hat. Aber ich saß, hier saß ich und da saß noch ein anderer Mensch und dann saß Salvini da. Und ich habe auf den Knopf gedrückt und gesagt, dass das, was Sie sagen, nicht, ich wollte das sagen in einer einfachen Sprache, ich habe das aber nicht fertiggebracht, dass wir nicht mehr in den 30er Jahren sind und dass man so nicht reden kann mit einem Kontinent, wo man will, eine gute Zusammenarbeit haben. Und habe dann auch in meinem Kopf an all die Italiener gedacht, die nach Luxemburg kamen, nach dem Zweiten Weltkrieg, noch in den 60er, 70er Jahren. Und die haben ihr Leben da verdient. Natürlich viel gearbeitet, aber ihr Leben da verdient. Und dann habe ich zum Schluss das Wort gesagt, was mir nicht leid tut. Dazu kommt, dass ich ja nicht wusste,
dass Salvini, das ist so, glaube ich, die moderne Rechte, die mit anderen Mitteln Propaganda macht. In einer Ecke saß ein Diplomat von Salvini und hat das Ganze gefilmt. Und eine halbe Stunde, nachdem das geschehen war, stand das schon auf Twitter. Und das ist eigentlich vertraulich, diese Sitzungen? Ja, die sind vertraulich, sonst kann man ja überhaupt nichts mehr. Es ist kein europäischer Rat gewesen. Gut, also ich verstehe, dass die österreichische Präsidentschaft keinen Casus Belli daraus gemacht hat, aber wenigstens hätten sie doch trotzdem nicht einfach nur Schwamm drüber, das geht uns nicht an. Nicht sogar haben sie mir die Schuld gegeben, dass das geschehen ist, weil ich den Culot hatte, also dass ich mich getraut habe, Salvini zu unterbrechen. Der Präsident, das ist Herr Kickel, hat gesagt, man unterbricht seine die Redner, die das Furcht haben, nicht. Das war alles, was gesagt wurde. Also ein Musterbeispiel der hohen Diplomatie war das vielleicht nicht, aber viele haben es doch für befreiend empfunden, dass da jemand mehr da los hat, also wirklich, das geht nicht mehr, wie Sie das gehört haben. Sie auch, Herr Fischer? Ich bin vielleicht parteiisch, weil ich bin ein alter Freund vom Herrn Außenminister aus Luxemburg und gebe zu, dass ich nicht entrüstet war. Aber wir müssen in Europa zu neuen Ufern kommen und wir müssen für die Probleme, die wir haben, neue und bessere Lösungen finden und wir müssen auch den europäischen Gedanken wieder stärken. Denn was mir nicht Sorgen macht, ist, ob jetzt dieses oder jenes Wort verwendet wird, aber was mir Sorgen macht, ist die Tatsache, dass die europäische Konzeption und die europäische Idee momentan immer weiter zurückgedrängt wird, immer stärker angegriffen wird, immer mehr in Frage gestellt wird. Und letztlich wird es so weit gehen, dass man auch die Multilateralität und das Bemühen, überstaatliche Zusammenarbeit zu forcieren, dass das alles wieder abgebaut wird, was so lange und mühsam aufgebaut wurde. Wenn da jemand sagt, stopp, wir hier, also das tue ich jetzt diplomatisch übersetzen, das Merdalo mit stopp, ja, dann ist das vielleicht ganz gut. Wie ist ein Theaterstück daraus geworden, aus dieser Szene? Naja, das Theaterstück, ich habe mit Doron Rabinowitsch immer wieder, wir telefonieren fast jeden Tag und wir haben uns immer wieder, wenn es Reden gegeben hat, unterhalten, was man tun soll, um das zu dokumentieren. Und der Ausgangspunkt dieses Merdalor war der Moment, wo wir gesagt haben, eigentlich müsste man all das einmal ins Deutsche übersetzen und man müsste es nicht nur übersetzen ins Deutsche, man müsste es eigentlich auch auf eine Bühne bringen. Diese politische Inszenierung in eine theatralische Inszenierung verwandeln und mit Ruhe und in Stille in einen Theatersaal all diese Worte sprechen, damit sie wieder wirken. Weil hinter diesen Worten natürlich auch eine Politik steckt, die daraufhin zielt, Errungenschaften der Nachkriegszeit, nämlich eine europäische Solidarität, eine gemeinsame europäische Sprache, auch eine europäische Vertraulichkeit einfach zu zerstören. Und ich glaube, das ist das, was diese Begegnung mit Salvini so auf den Punkt gebracht hat. Auch das Leaken von solchen Videos, dass hier jemand mitfilmt, dass einfach gewisse Regeln nicht mehr gelten. Darf ich, Herr Löw, nur etwas sagen, was Herr Dr. Fischer gesagt hat? Also ich bin im Grunde genommen auch nicht sehr stolz darauf, dass das geschehen ist. Allerdings, man hat ja dann nur eine Sekunde Zeit oder vielleicht weniger als eine Sekunde. Entweder du reagierst oder du reagierst nicht. Man hat nicht die Gelegenheit, jetzt zu sagen, Herr Salvini, erlauben Sie eine Frage. Das geht ja nicht. Man muss ja dann mit der ganzen Kraft, die man hat, irgendwie schauen, dass man sich verständigt macht. Und das geht manchmal nur mit einem Satz oder mit einem Wort. Die andere Lösung ist, reden lassen, was ja, glaube ich, in den meisten Fällen geschieht, nicht reagieren und sagen, okay, das ist eine andere Welt, ich verteidige diese Argumente nicht, aber ich bin trotzdem der Meinung, nach all dem, was mir durch den Kopf gegangen ist, dass es richtig war, sich dagegen zu stellen. Nicht wegen meiner Person und auch nicht wegen dem, was ich gesagt habe. Aber es gibt doch in Europa von 2018, gibt es doch eigentlich Hürden, die man nicht mehr überschreiten darf, wenn man über Afrika redet, wenn man über Flüchtlinge redet.
auch wenn man vielleicht in einem Land ist, wo man sich zutraut, das zu machen. Ich weiß nicht, ob er das gemacht hätte in Brüssel oder in Luxemburg. Das ist natürlich eine Polarisierung, die hier abläuft in Europa. Sie haben das angesprochen, Herr Fischer. Sie haben darauf reagiert. Jetzt, Nationalisten hat es immer gegeben, auch Demagogen hat es immer gegeben. Da hier ist das Gefühl, dass eine zivilisatorische Bruchlinie passiert. Und die Frage ist, wie geht man damit um? Sie sagen, man muss irgendwie Stopp sagen. Der österreichische Bundeskanzler Kurz ist anderer Meinung. Er sagt, man muss diese Leute einbinden, man muss sie auch in die Regierungstätigkeit einbinden. Man darf nicht belehrend von oben herab auf diese Rechtspopulisten, Rechtsaußen-Leute zugehen. Ich nehme an, da hat er Leute wie den Jean Asselborn gemeint, mit ihrer Kritik, dass das von oben herab ist, belehrend ist. Woher kommt dieser Eindruck, Sie sind belehrend und jemand wie der österreichische Bundeskanzler möchte einbinden, möchte einbauen, diese Rechtsaußenleute? Herr Löw, ich habe vor 5 Minuten die Kanzlerin Merkel gehört, was sie zum Migrationspakt im Bundestag gesagt hat. Das ist diametral etwas anders als das, was Kanzler Kurz sagt. Ich glaube, die Demokratie lebt doch aber davon, dass wenn Sachen in die falsche Richtung gehen, dass man auch nicht den Mut, sondern einfach, dass man dazu da ist, nicht zu schweigen, sondern sich entgegenzustellen. Und ich verstehe nicht, wie man argumentieren kann, wenn man so etwas sagt, wie Herr Salvini es gesagt hat. Das Einzige, was man sagt, er hat das Wort, man soll ihn nicht unterbrechen. Gut, ich bin mir ja auch bewusst, dass zwischen mir und Herrn Kurz vielleicht nicht nur jetzt eine Nuance ist, was die Sicht der europäischen Politik angeht. Und das ganze Problem in Europa ist ja nicht zu reduzieren auf Asselborn und Kurz. Das ist ja wirklich nicht zu kurz gesehen. Aber es sind zwei unterschiedliche Sichtweisen. Wir sind zwei unterschiedliche, ja. Und ich glaube, und das braucht ja auch Europa. Es kann ja nicht sein, dass wirklich einer mit der Migration oder ein Land mit der Migration, das auch noch die Präsidentschaft hat, diese Entscheidungen trifft, die, glaube ich, fundamental gegen die Kultur, wie Herrn Fischer gesagt hat, des Multilateralismus gehen. Das ist meine Auffassung und darum wehre ich mich dagegen. Ich habe kein Problem mit der Person Kurz oder mit der Person Kickl, das ist nicht mein Problem, aber ich habe ein Problem mit der Politik, die sie verkörpern, auch noch in einem Zeitpunkt, wo sie die europäische Präsidentschaft haben. Ist das ein Abgehen von multilateraler Sicht auf Probleme, die internationale Probleme sind, wie zum Beispiel Migration, wenn man sagt, das ist uns nicht mehr so wichtig, ein UNO-Abkommen ist uns nicht mehr so wichtig, wir müssen uns besser auf uns selbst verlassen. Ist da ein Bruch mit einer Tradition passiert? Aber so wie sie es jetzt geschildert hat, ist ja die Situation nicht. Wenn ein Land nach reiflicher Überlegung sagt, wir haben das alles studiert und wir finden das und das und das Problem und wir diskutieren jetzt diese Probleme im zuständigen Gremium und wir hören uns andere Meinungen an und dann gibt es ein Resultat oder dann bleibt man unterschiedlicher Meinung, das passiert ja immer. Aber hier ist es ja darum gegangen, das Migrationsproblem ist ein großes Thema. Alle sagen, man kann dieses Problem nicht ein Staat allein für sich lösen. Das ist ein internationales Problem. Darauf setzt man sich im Rahmen der UNO zusammen und verhandelt weit mehr als ein Jahr, fast 2 Jahre. Österreich beteiligt sich aktiv an diesen Verhandlungen. Dann erzielt man ein Ergebnis. Österreich begrüßt dieses Ergebnis, stimmt zu. Und dann sagen die Amerikaner, Trump sagt nein, dann sagt Orban nein. Also gut, der eine ist aus den USA, kein Europäer, der andere ist Orban, zu dem man unterschiedliche Meinungen haben kann. Und dann sagt, auch kein Europäer. Und dann sagt das EU-Vorsitzland Österreich nein, obwohl es bis zu dieser Minute mitgewirkt hat. Und das ist natürlich meiner bescheidenen Meinung nach schon ein Tiefschlag gegen den Multilateralismus, weil andere Meinungen haben ist okay, aber mitmachen und dann im Kielwasser der USA als Land, das in Europa besondere Verantwortung hat, nein sagen,
ich war als erstes traurig. Ich war gar nicht zornig. Ich war traurig, dass das passiert. Und ich habe mich zum Beispiel auch durch Ban Ki-moon und viele andere bestätigt gefühlt, die überzeugte Multilateralisten sind. Jetzt die in Österreich vorherrschende Interpretation ist, da hat die Regierungspartei ÖVP ist danach, hat nachgegeben dem Druck der FPÖ, dem Lager der FPÖ. Und Florian Klenk in einem Artikel in der FAZ, der auch in dem Buch mit dem Theatertext abgedruckt ist, da wird Österreich beschrieben als Versuchsstation auf dem Weg zu einer illiberalen Gesellschaft. Ist das diese Kombination, die wir hier sehen in der UNO-Migrationsfrage, ÖVP, die sagt, diese Rechtsaußenpartei mit an Bord holen und der Druck, der sich hier aufbaut, ist das die Folge, dass Österreich eine Versuchsstation der illiberalen Welt ist? Ich würde sagen, Wien wird zu einem Versammlungsort illiberal oder es wird ein Anziehungsort. Wobei ich nicht verwischen möchte, dass die FPÖ andere Positionen nach wie vor hat als die ÖVP und dass es auch in der ÖVP mittlerweile Spannungen gibt. Ich habe vergangene Woche zwei ehemalige Minister getroffen, die sehr unglücklich sind über die Art und Weise, wie die FPÖ, ich zitiere einen ehemaligen Minister, also die Liste kurz über den Tisch zieht mittlerweile, so ausgedrückt. Ich glaube, das Beispiel zeigt sehr schön, was gerade passiert. Der Kabarettist Alfred Dorfer hat einmal gesagt, nicht das Erreichte zählt, sondern das Erzählte reicht. Und das ist das, was wir gerade erleben. Es wird jede Woche eine Sprechblase abgelassen. Und jetzt, also wir dürfen uns die Migration darf kein Menschenrecht werden, Migration darf Österreich nicht verpflichten. Das ist alles nicht wahr, wenn man den Pakt liest. Es wird einfach auf einer Vorderbühne etwas behauptet, wogegen man ankämpft. Und auf der Hinterbühne versucht man, Lösungen zu torpedieren, weil man von den Problemen in Wahrheit lebt. Herr Minister, Sie sind Außenminister, aber Sie müssen jetzt auch erleben, dass immer mehr Länder sich absentieren von diesem Pakt. Also Israel hat sich abgesetzt, hat entschieden, wir wollen nicht mitmachen. Deutschland beginnt jetzt eine Diskussion in der CDU. Der Jens Spahn, der gern Nachfolger der Angela Merkel werden möchte, sagt, also, ja, man soll das den Österreichern ähnlich wie die Österreicher denken. Hat der Österreich aus Ihrer Sicht eine Mitverantwortung für ein Abbröckeln bei diesem UNO-Migrationspakt? Also das Erste, die Tendenz geht wieder in die ganz andere Richtung. Kroatien hat Nein gesagt, sagt jetzt Ja. Belgien waren Probleme, hat gestern gesagt, der Premierminister, wir sind bei Marrakesch dabei. Also Brasilien, ich glaube, Bolsonaro will ich jetzt dir nicht, aber Brasilien ist dabei. Und darum, diese Tendenz, die sich einen Moment wirklich Angst gemacht hat, die scheint total gestoppt zu sein, weil die Länder einsehen, dass diese Theorien, wie Sie, Herr Klenk, richtig gesagt haben, dass die falsch sind. Österreich, und ich bin jetzt nicht hier, um immer über Österreich und die Präsidentschaft zu reden, aber ich will nur sagen, was klar ist. Wenn man als europäische Präsidentschaft diesen Schritt macht, nach dem, was auch Herr Fischer erklärt hat, wo auf der UNO, und ich kenne zufälligerweise auch persönlich den Botschafter, die unheimlich viel da gearbeitet haben, für die Europäische Union, für Österreich, dass das zu einem Erfolg kommt. Wenn man diesen Schritt tut, man sagt, das kann Gewohnheitsrecht werden oder Migration, wie Sie sagen, ist kein Menschenrecht, mit diesen Theorien, das ist schon ein Einschnitt in den Multilateralismus, in auch etwas, was, glaube ich, bei den letzten Wahlen bei euch vom Bundeskanzler, die Migration war ja überall. Die Migration war ja auch ein Knotenpunkt, wo alle Politik irgendwie mit der Migration zu tun hat. Und ich habe die Evolution von Herrn Kurz gesehen als Außenminister. Das fing sehr früh an. Migration war der Punkt, wo er sich differenzierte, wo er auch, glaube ich, hier in Österreich diesen Zwist mit der alten Regierung, der alten Koalition gesucht hat und hat natürlich jetzt kurzfristig damit Erfolg gehabt. Aber noch einmal, ich glaube, dass wir in Europa einen kapitalen Fehler machen, wenn wir Migration als etwas, was Herr Fischer gesagt hat, etwas sehen, was jede Nation alleine bewältigen kann. Es sind 260 Millionen Menschen von Migration betroffen. Legaler Migration und natürlich auch forcierter Migration. Und da kann man doch nur, wenn die UNO sich hergibt, um zusammen etwas hinzukriegen, was den Herkunftsländern, den Transitländern und den Ländern, die Zielländern, dass da geholfen wird, dass man sich da stellt und mitarbeitet. Es werden 5, 6 europäische Länder mit Australien, mit Israel und mit Amerika in Marrakesch nicht dabei sein.
Ich sage Ihnen, das ist ein Hohn für Europa. Das ist ein Hohn für das Bild der Menschlichkeit in Europa. Das ist etwas, was ich nicht kapiere, dass man sich so infektieren lässt von der Position von Orbán. Das ist für mich etwas, der seit 2004 dabei ist, etwas fundamental antieuropäisches. Aber Herr Löw, ich möchte jetzt schon einmal die Perspektive kurz wechseln. Ich habe schon gesagt, ich war traurig, ich habe das als einen Fehler betrachtet. Aber jetzt registriere ich auf der anderen Seite, dass es in Österreich zu dieser Haltung der Bundesregierung eine breite Gruppe von Menschen und Persönlichkeiten gibt, die sehr deutlich machen, dass sie das für falsch halten. Der Kardinal hat sich in einer Weise geäußert, die man interpretieren kann, nämlich in die Richtung von Sorge und Besorgnis. Es hat ÖVP-Regierungsmitglieder gegeben, es hat Künstler gegeben. Es gibt Zeitungen, wo Chefredakteure, wo ich es nicht erwartet hätte, das auch kritisieren. Also insofern hat sich da auch eine gewisse Mobilisierung liberaler Kräfte und von Kräften, die am Multilateralismus interessiert sind, herauskristallisiert. Und das ist wieder ein gutes Zeichen. Und das soll man auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Das Zeichen der Zivilgesellschaft. Ja. Ja, es gibt eine Repolitisierung. Ne? Also der Umstand, dass wir hier sitzen, dass wir reden, aufs Theater bringen, dass sich der Journalismus mit dem Theater verbündet, dass die Politiker sich reden. Das ist ein ganz, reden, ganz, ganz ist, großer Unterschied zu Ungarn. Ja, also es passiert sozusagen eine Widerständigkeit. Ne? Dass es Internetpetitionen gibt für UNO-Resolutionen. Man hat sowas je gegeben, dass sich die Menschen für UNO-Resolutionen interessieren. Vielleicht noch ein Wort sagen, wie das zustande kam in verschiedenen Ländern. Wenn Sie Belgien nehmen, es ist eine Partei, die N-VA, die ist ziemlich, sagen wir mal, nationalistisch aufgestellt. Flämisch, die flämische und Partei. Und genau diese Partei hat das provoziert. Wenn Sie sehen, in Bulgarien ist das auch eine Partei, die das provoziert hat. Und praktisch durch Erpressung die Regierungen, wo sie in der Koalition sind, dazu geführt haben, Barrakesch nicht zu unterzeichnen. Und das ist ja dann diese internationale, wenn ich so sagen darf, das sind Nationalisten, die populistisch eingestellt sind, die natürlich europäische Regierung jetzt, dann in Schwierigkeiten jetzt bringen. Jetzt möchte ich Sie noch ein bisschen zum österreichischen Bundeskanzler fragen, weil Sie sagen, der ist Teil der populistischen Internationale. Nee, nicht Orban. Er, aber ja, die Politik. Die Politik ist Teil, gehört dazu, zu dieser populistischen Internationale, von Orban über Trump bis Bolsonaro. Jetzt, der Bundeskanzler ist ja auch nicht schwach, was Reaktionen betrifft. Er hat der kleinen Zeitung gesagt, ich lese das über Sie, er würde sich eigentlich wundern, wenn Sie ihn nicht kritisieren, weil Sie als Sozialdemokrat das immer kritisieren. Er sagt wörtlich, die Aussagen des Herrn Asselborn sind nicht relevant, denn der Herr Asselborn ist in Luxemburg mehrmals abgewählt worden und wird in Kürze nicht mehr Außenminister sein. Was weiß er da, was wir alle nicht wissen, woher kommt dieser Konflikt? Ich bin nicht so wichtig. Also der Herr Asselborn wird wieder Außenminister werden, nach allem, wie es ausschaut. Aber gleichzeitig will ich vermeiden, dass wir diese Diskussion also auf Asselborn kontra Kurz oder Kurz kontra Asselborn zuspitzen, sondern mir geht es um das Migrationsthema, mir geht es um die Rolle Österreichs in Europa und mir geht es darum, dass Politik gemacht wird, die wirklich auf Fakten beruht und nicht immer diese Emotionen populistisch aufgeladen, Emotionen auch, weil man weiß, Flüchtlinge, wenn man das Thema entsprechend aufbereitet, kann man politisches Kleingeld produzieren und da sollte Österreich eine pluralistischere, internationalere und humanistischere Position einnehmen und das würde mir sehr am Herzen liegen. Also, danke für die Hilfe, das ist wirklich gut. Ich will nur sagen, zu den Fakten, ich bin seit 1984 ins luxemburgische Parlament gewählt und ich bin seit 2004 ununterbrochen Außenminister. Und wenn nicht alles schief geht, könnte das sich verlängern. Das ist nicht gemacht, das wird Anfang Dezember gemacht. Aber ich bin ja nicht so eine wichtige Person, dass der Bundeskanzler sich so mit mir beschäftigt. Er soll sich mit dem beschäftigen, was ich sage, in der Substanz.
und nicht mit meiner Person. Aber das habe ich oft gesehen, bei rechten Parteien wird nicht der Ball gespielt, sondern der Mann. Gut, ich kann damit leben, das ist mir, geht mir nicht unter die Haut. Aber kommen wir zu dem zurück, was Herr Fischer gesagt hat, dass wir schauen in der Substanz, wo wir da auseinanderliegen und wie wir uns wieder zusammenbringen können in Europa. Die Position Österreichs in Europa hängt natürlich auch davon ab, wie Österreich im Innern, von der inneren Verfassung des Landes. Und dann möchte ich Sie fragen, Herr Fischer, sehen wir nicht eine gefährliche Tendenz, eine Regierung, die systematisch gegen Ausländer kleine Schritte setzt, gegen Migranten kleine Schritte setzt, die mit Fremdenfeindlichkeit Schritt für Schritt operiert? Das beginnt mit dem Doppelpass, wo Sie wissen, dass vielleicht nicht so Zehntausende Österreicher, die früher türkische Staatsbürger waren, jetzt da dem nachgegangen wird und manchen von ihnen bedroht, in der Existenz bedroht sind. Also türkischstämmige Österreicher, geht bis zur Frage des Kopftuchs, die plötzlich zu einem großen Thema gemacht wird. Meine Frage ist, wird hier nicht Ausgrenzung eines Teils der Bevölkerung zur Staatspolitik, zur Regierungspolitik gemacht, was doch sehr, sehr bedenklich wäre? Also drei Punkte. Erstens, natürlich gibt es diese Abgrenzungstendenzen oder Ausgrenzungstendenzen gegenüber Fremden, gegenüber Ausländern, gegenüber Leuten mit anderer Hautfarbe und so weiter. Das gibt es nicht nur in Österreich, das ist ein leider ganz weit verbreitetes Problem. Zweitens, gibt es in Österreich Intellektuelle, die ihre Finger genau auf die wunden Punkte legen, die Sie jetzt angeschnitten haben, wenn ich an die Rede von Köhlmeier denke, der ja eingeladen war vom Parlament zu einer großen Rede am Tag gegen Gewalt und Faschismus und der sich mit diesen Fragen beschäftigt hat. Und Meyer Haderla beim 100. Geburtstag, hat auch eine sehr sensible Rede gehalten. Und das ist wieder für mich der Beweis, dass es auch in der Jetztzeit, auch im Jahr 2018, im November 2018, in Österreich Pluralismus gibt. Und dass das, was vielleicht bestimmte Regierungspolitiker versuchen, Gott sei Dank und glücklicherweise auf Widerstand stoßt. Und dass es hier einen Diskussionsprozess gibt und dass wir das am Leben erhalten, dass das lebendig bleibt, dass hier die Diskussion und auch die kontroversielle Diskussion echt und mit Reaktion in der Öffentlichkeit geführt wird, das ist mir das Allerwichtigste. Und solange das verfolgt und erfolgt, solange das geschieht, halte ich auch einen Innenminister aus, mit dessen Politik, um es ganz höflich zu sagen, ich nicht zu 100% einverstanden bin. Ich glaube nur, das Problem ist, dass die Opposition nicht hörbar ist, wie immer man sozusagen zur Regierung steht. Aber es ist die SPÖ momentan nicht wirklich hörbar. Also gerade beim Migrationspakt habe ich eigentlich fast nichts. Ja, aber nichts. Da muss ich sagen, da also, gibt es so viele Journalisten, die sagen, wo ist die SPÖ-Vorsitzende? Bitte, die wird erst gewählt. Die ist, wenn die jetzt schon große Erklärungen abgibt, die verscherzt sich mal mit allen jenen, die sagen, ja, sag einmal, kannst du es nicht erwarten, bis ein demokratisches Gremium dich wählen wird? Aber unabhängig davon, es gibt keine Grünen mehr, die wichtige Stimmen waren, die sich geäußert haben. Es gibt eine zerstrittene Liste Bilds, die sich umbenennt, und das ist wichtig. Also das, was man strukturell braucht, eine Opposition, eine starke parlamentarische Opposition, die ist massiv geschwächt momentan. Jetzt kann man sagen, auch die Medienlandschaft ist, wenn wir sie mit Deutschland vergleichen, nicht so stark, wie sie sein könnte. Also ich hoffe, dass Sie recht behalten, dass es sozusagen diesen zivilen Geist gibt, in der Kunst gibt und im Journalismus gibt, und dass wir nicht, da können wir es nicht mit Ungarn vergleichen, aber ich glaube auch nicht, dass das ein Naturgesetz ist, dass das in 10 Jahren auch noch so sein muss. Frage Ausgrenzung im Inneren, im Zusammenhang mit Migration, da ist ein großes Thema jetzt die Frage des Kopftuchs. Die Regierung möchte die Verfassung ändern, damit es Mädchen nicht mehr erlaubt ist, Kopftücher in den Volksschulen zu tragen. Wie ist das in Luxemburg? Gibt es da ein Kopftuchverbot in den Schulen? Nein, das haben wir nicht. Wir hatten eine Debatte über, wie sagt man das, den Schleier. Die Burka. Die Burka ist, da haben wir ein Gesetz,
Aber nein, Luxemburg ist ein Land, wo 48% keine Luxemburger sind, wo 190 Nationen leben. Kopftuch schaut kein Mensch da, darauf. Nein. Kein Thema. Nein, kein Thema. Gut, jetzt. Darf ich etwas sagen an die Frage vorher, wo Sie Österreich, ich glaube, Herr Fischer hat zweimal gesagt, Österreich ist nicht Ungarn. Ich habe erlebt als Außenminister, als das 2010 anfing in Ungarn. Und die Kultur, die demokratische Kultur in Ungarn ist verwässert heute. 2016 ist Polen gekommen, wir haben dasselbe auch als Sozialdemokraten in Rumänien. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ich mische mich nicht ein. Ich kann nur etwas sagen, wenn wir über die freie Presse reden. Man hat als Außenminister natürlich auch mit deutschsprachigen Journalisten, redet man unter vier Augen, auch Österreicher. Und manchmal kommt das so hoch, dass verschiedene Sachen gesetzt werden in Österreich heute, wo Journalisten könnten Angst bekommen, frei das zu schreiben, was sie schreiben wollen und frei zu sagen, was sie sagen wollen. Und da glaube ich, hoffe ich, dass wirklich Österreich, auch mit der Regierung, die sie jetzt hat, und natürlich mit der starken Zivilgesellschaft, die besteht, da resistieren kann. Denn das wäre ein Schlittern in eine Demokratiekultur, die wirklich dann urbanistische Züge auch bekäme. Das muss verhindert werden. Ist das endlich vorbei, die Sorge, dass hier mit der Pressefreiheit... Also ich glaube schon, dass die freie Presse unter Druck kommt, aber nicht, indem man Journalisten einsperrt, wie in der Türkei sondern was wir sehen, ist eine schleichende Aushöhlung. Es werden kritische Journalisten auf einmal von ihren Positionen abberufen. Man weiß nicht so recht, warum. In der Wiener Tageszeitungsszene hat es Personalien gegeben, die eigentlich nicht ganz erklärbar waren. Was mir Sorge macht, ist, dass sowohl die FPÖ als auch die ÖVP eine unglaubliche Professionalität hat und wir ein Wiedererleben der Parteipropaganda erleben. Strache hat 700.000-800.000 Follower auf Facebook. So viele Ausgaben hat vor 20 Jahren die Kronenzeitung verkauft, die mächtigste Zeitung im Land. Kurz rückt auf. Die beiden haben sich Medienimperien geschaffen. Die heuern Journalisten an, die ganze Abende so tun, als würden sie Journalismus machen. Und das wird mittlerweile sogar im ORF live gestreamt. Und das macht mir Sorge, dass sozusagen der Journalismus, dass Politiker beginnen, den Journalismus vor dem Volk zu diskreditieren. Die Lügenpresse, es wird hier zwar nicht Lügenpresse gesagt, aber Strache sagt ganz offen, der ORF ist ein Ort der Lüge, er hat sich dann dafür entschuldigt. Also das macht mir Sorge, dass Politiker beginnen, Journalisten so runterzuputzen, zu diskreditieren. Der sogenannte Zuckerl-Journalismus, die Journalisten, die brav berichten, die werden belohnt. Und das ist natürlich gerade bei solchen Themen wie... Es geht gegen Moslems, es geht gegen Migranten, ist natürlich ein Teil der Medien, die voll dabei sind. Jetzt möchte ich noch einmal den ehemaligen Bundespräsidenten fragen, weil das ist doch eine wichtige Frage, ist die Geschichte mit den Kopftüchern. Also in österreichischen Volksschulen hängen Kreuze, es hängt der Bundespräsident, es sind den Schülerinnen erlaubt, religiöse Dinge, die sie sich anhängen, ist natürlich auch erlaubt, obwohl es das selten gibt, dass jüdische Burschen Kippa haben. Aber ein Kopftuch soll verboten sein. Kann man das anders interpretieren, als wenn es dazu kommt, dass das eine rassistische Maßnahme von Staats wegen ist, eine rassistische Diskriminierung? Rassistisch betrachte ich das nicht. Es widerspricht meinem Verständnis von einer pluralistischen Gesellschaft, weil ich sagen würde, es soll möglichst viele Dinge geben, die weder erzwungen werden, noch verboten werden. Je größer der Bereich ist, wo man weder gezwungen ist oder weder nicht darf, umso mehr kann sich eine Gesellschaft frei entfalten und entwickeln. Meine Privatmeinung zum Thema Kopftuch ist weder verbieten noch erzwingen. Und das zweite Problem ist, dass man natürlich vorsichtig sein muss und darüber werden die Gerichte zu entscheiden haben, dass man die Religionen nicht unterschiedlich behandelt. Der Islam ist in Österreich, wie wir wissen, seit 1912 eine gesetzlich anerkannte Religionsgemeinschaft. Und im Grunde muss man, wenn man das Kopftuch verbieten will, weil es ein aufgezwungenes religiöses Symbol ist, ansonsten, dann muss man schauen, wie gehen wir mit religiösen Symbolen um. Und das würde eine sehr
schwierige Debatte werden, weil da viele Dinge, die in Österreich völlig unproblematisch sind, ich glaube, niemand stört halt ein Kreuz in einem Spital oder ein Kreuz, das man sichtbar als religiöses Bekenntnis trägt. Aber wenn ich beim Kopftuch mit Geboten und Verboten anfange, wo hört das auf? Ich glaube, es gibt ja auch kein europäisches Land, wo das Kopftuch verboten ist. Frankreich. Frankreich an den Schulen. Ne? Also wir reden ja von der Schule. Ich bin ein bisschen anderer Meinung. Ich glaube, wir reden ja nicht vom Kopftuch an sich, sondern wir reden vom Kopftuch im Kindergarten und wir reden vom Kopftuch in der Volksschule. Also wir reden von Kopftüchern für Kleinkinder. Und da, glaube ich, ist das Kopftuch kein religiöses Symbol, sondern es ist eine Bekleidungsvorschrift. Und ich glaube, dass wir in einer pluralistischen Gesellschaft, da bin ich bei Isolde Karim, schon darüber diskutieren sollen, ob es Orte gibt, die von Bekleidungsvorschriften, die nur für Mädchen gelten, befreit werden, wo Kinder, wir reden jetzt wirklich von Kindern unter 10 Jahren, ihren Kopf sich den Wind durch die Haare fahren lassen können und im Turnunterricht herumlaufen können. Und ob das sozusagen die Aufgabe eines säkularen Staates ist, hier sozusagen religiöse Bekleidung einmal an der Garderobe abzuhängen, in die Schule zu gehen und dann wieder hinauszugehen, dann kann ich die religiöse Bekleidung wieder ansetzen. Ist das nicht auch ein Ort, wo man Freiheit in einer westlichen, weltlichen, liberalen Gesellschaft ausprobieren kann? So wie es die Regierung kommuniziert, hat es natürlich einen anti-islamischen Touch und da geht es gegen die Türken und da geht es gegen die Moslems. Ich glaube, dass man diese Diskussion sozusagen ins linksliberale Milieu bringen sollte und darüber reden soll, ist das ein Freiheitsrecht? Ja? In Luxemburg, also ich bin jetzt kein Recht, kann ja nicht durch Verbote erzwungen werden. Nein, aber die Frage ist, wie geht man mit Eltern um, die ihr Kind dazu zwingen, so ein Kopftuch zu tragen? Und die Probleme, wenn man den Experten... Wie geht man mit einem Staat um, der es den Kindern verbietet, ein Kopftuch zu tragen? Das ist eine Diskussion, die jetzt beginnt. Und ich glaube, es ist aber wichtig. Darüber sollte man diskutieren, zumindest diskutieren. Es sind Grundfragen, ob man durch Ausgrenzung von Bevölkerungsgruppen nicht Spannungen verschärft oder nicht. Ich möchte jetzt die Situation, dass wir hier hochrangige europäische Politiker haben, doch auch nützen, um nach Brexit zu fragen. Mhm. Herr Astelborn, das ist eine Woche, in der über Brexit, jeden Tag gibt es irgendwelche Sitzungen, neue Entwicklungen, man weiß nicht wirklich, wie es ausgehen wird. Kann nicht letztlich doch auch etwas Gutes aus dem Chaos herauskommen? Ich meine, wenn eine verhängnisvolle Entscheidung wie die Brexit-Entscheidung zum Chaos führt, muss man dann nicht eigentlich sagen, wunderbar, bitte, das soll untergehen, denn anders kann nichts Gutes rauskommen. Sind eigentlich die Chaos-Signale, die aus London kommen, für uns positive Signale als Europäer? Denn die Europäer wissen, sind gemein zusammengeblieben, haben sich nicht auseinander dividieren lassen. Vielleicht kommt es doch zu einem Meinungsumschwung in London. Also journalistisch haben Sie hundertprozentig recht. Brexit ist ein verrücktes Ding. Klar, für uns wie für die Briten. Jetzt sind wir, ich sage das jetzt vielleicht zu optimistisch, auf einem Weg, wo eine Lösung gefunden werden kann. Wir waren am Montag als Europaminister zusammen in Brüssel. Die Staats- und Regierungschefs kommen am Sonntag zusammen. In der Woche kann noch viel geschehen, aber wir haben jetzt einen Fahrplan da liegen, wo ich glaube, dass der machbar ist. Sowohl für uns, bleibt noch die Geschichte von Gibraltar, aber ich glaube, da wird man eine Lösung finden durch eine Deklaration. Also Spanien sagt, wir möchten da jetzt noch Sonderregeln. Ja, gut. Sie wollen nicht im Brexit Gibraltar lösen, das Problem lösen, aber Sie sehen ein wenig anders als die Briten, zu wem Gibraltar gehört und wer eigentlich die Oberhand darüber hat. So, in Großbritannien glaube ich, dass man als Europäer trotzdem jetzt gut daran tut, der Theresa May den Rücken zu stärken und nicht das Gegenteil zu machen. Und ich glaube, man weiß, dass mathematisch gesehen die Tories ungefähr 40 Labour-Abgeordnete brauchen, um da durchzukommen. Jetzt kommt ja dieses Meaningful Vote, das kommt im Dezember. Nehmen wir an, dass... Im Unterhaus. Das ist Meaningful, das ist ein prinzipielles Votum. Sagen wir mal, das geht gut. Am Sonntag sagen viele, das ist fast undenkbar. Nee, das ist gar nicht undenkbar. Ich glaube nicht. So, dann ist noch nichts in trockenen Tüchern. Dann muss ja noch ein Gesetz gestimmt werden vom britischen Parlament, von Westminster. Und das kann sich ziehen bis kurz vor dem 29. März. Ich glaube, dass
es keine bessere Lösung gibt als die, die jetzt vorliegt. Sowohl für Nordirland wie auch für die Bürger. Es sind 3 Millionen Europäer in Großbritannien und es ist 1 Million Briten in Europa. Das ist gut gelöst. Die Finanzfrage ist auch auf einem guten Weg gelöst zu werden. Bleibt dieses nordirische Problem. So, ich sage Ihnen nur, wir würden einen kapitalen Fehler machen als Europa, nicht als Europäische Union, als Europa, wenn wir Großbritannien sehen würden, jetzt in Zukunft, als irgendein Drittstaat. Wir hängen unheimlich viel, auch ökonomisch, von Großbritannien ab. Das sind 100.000 Arbeitsplätze, die da auf dem Spiel. Die Sicherheit selbstverständlich Europas ist sehr damit auch verbunden. Und ich glaube, auch wenn Sie Länder nehmen wie die Niederländer oder auch jetzt Polen und so weiter, die unheimlich viele Links, also viele Beziehungen haben mit Großbritannien, es wäre wirklich ein Einschnitt, wenn wir vor einem Cliff Edge stehen würden. Das heißt, wenn wir einen No-Deal Weil das doch nicht durchgeht in London, dass man sagt, okay, man gibt 2 Jahre Zeit, 3 Jahre Zeit, ja. 4 Jahre Zeit die und Transition am Ende denkt man noch einmal drüber nach und es gibt dann vielleicht noch eine Volksabstimmung. Wir haben ja eine Transition jetzt bis 2020. Wir sind in Europa bereit, die 2 Jahre zu verlängern. Und vielleicht kommt dann irgendwann einmal hoch, dass es aber nicht so gut war, dem Boris Johnson und dem Farage da zu viel zu glauben. Das ist möglich. Die junge Generation, nicht nur die City, aber ich glaube auch die junge Generation, die will da nicht uneuropäisch ihr Leben machen. Herr Fischer, eigentlich ist doch diese britische Entwicklung ein Zeichen dafür, dass Europa umgebaut werden muss. Also man hat bestimmte Staaten, die wollen nur mal halb dabei sein, so wie sie jetzt ist, Großbritannien, vielleicht auch Polen. Andere wollen mehr integrieren. Und das ist eine Idee, die ja vom französischen Präsidenten Macron auch vertreten wird. Er hat, glaube ich, in Belgien diese Woche gesagt, naja, es könnte ein Europa von 2 oder 3 Geschwindigkeiten geben. Aber die Voraussetzung ist, dass es ein Kerneuropa gibt, das sich wirklich stark integriert. Warum ist diese Diskussion in Österreich nicht wirklich in Gang gekommen bisher? Die Antworten auch auf die Vorschläge des französischen Präsidenten Macron sind in Deutschland sehr leise, in Österreich eigentlich kaum vernehmbar. Also erstens glaube ich, dass sich in Europa in den letzten 10 Jahren wirklich etliches verändert hat. Und zwar nicht nur an Fakten, sondern auch an Stimmungen. Also die Stimmung in Bezug auf das Thema Europa ist anders geworden. Die Idee, so quasi das Subsidiaritätsprinzip stärker in den Vordergrund zu rücken, heißt ja, Dinge wieder, die jetzt auf der europäischen Ebene sind, wieder auf die nationale Ebene zurückzubringen. Also Stärkung der nationalen Ebene. Und das ist natürlich mit dem Gedanken der Vertiefung nicht wirklich vereinbar. Und das Zweite ist, dass die Erweiterung der Europäischen Union richtig war und notwendig war. Ich war immer für die Erweiterung, aber es stellt sich heraus, dass gerade die Länder, die durch die Erweiterung dazugekommen sind, mit Vertiefung überhaupt nichts am Hut haben. Und das ist eine gegenteilige Position gegenüber dem, was Macron und auch Merkel und manche andere sich wünschen. Das heißt, wir haben beträchtliche Spannungen in Europa, die sich ja auch in der Diktion und in der Sprache, wie wir jetzt vorhin diskutiert haben, ausdrücken. Und ich habe versucht nachzudenken. Ich glaube auch, dass ich rede nicht von 3 Geschwindigkeiten, aber dass man das Prinzip der 2 Geschwindigkeiten, das heute schon existiert, wahrscheinlich ausbauen muss, wenn man nicht unendlich lange warten will auf einen Konsens, der dann womöglich doch nicht erzielbar ist. Das Problem ist jetzt Italien geworden. Zum Beispiel, Italien war ein Gründungsland. Ja, Italien. Wo ist das erste Geschwindigkeit oder zweite zum Beispiel? Und dann Polen zum Beispiel, das größte Land, was dazugekommen ist. Ja gut, Italien ist Gründungsland, klar, aber Italien ist jetzt politisch auf einem ganz anderen Dampfer. Italien ist jetzt Ungarn und Polen in mancher Beziehung näher als Belgien oder den Niederlanden. Wird das bei den Europawahlen ein bisschen eine Klärung geben hier? Macron möchte das ja. Er möchte einen Block mit auch durchaus Sozialdemokraten, Grünen, proeuropäischen Konservativen,
um zu sagen, hier ist eine Front von Europäern, die sich nicht in die Defensive bringen. Es wird keine Klärung geben. Ich bin da pessimistisch. Die Zeit ist zu kurz. Bis zu den Europawahlen wird sich nichts klären. Und die Klärung wird nach den Europawahlen eher schwieriger sein als heute. Also ich glaube, dass dieser Cordon Sanitaire, Sie können sich erinnern, das war in Antwerpen einmal. Alle Parteien gegen die Rechtsaußen. Macron ist ein Europäer. Aber es gibt auch Grüne, die Europäer sind, es gibt Liberale, die Europäer sind, es gibt Sozialdemokraten, die Europäer sind, es gibt Christdemokraten, die Europäer sind. Das ist nicht, ich glaube, das ist klar. Man darf nicht übersehen, dass die Demokratie auch, glaube ich, einen Korb von Parteien braucht, verschiedenartige Parteien braucht, und dass man nicht die Differenz einfach machen kann, bist du Europäer, bist du nicht Europäer. Selbstverständlich. In Frankreich, wenn Macron scheitern würde, wüssten wir, wer dann Frankreich regieren würde. Das wäre noch viel schlimmer als was heute in Italien ist. Dann wäre dann ein Comeback der Sorge und, von Marine. Was Heinz Fischer sagt, glaube ich auch, dass wir keine, aber nach den Europawahlen wird eine Klärung kommen. Da bin ich überzeugt. Das war das Falterradio für Donnerstag, den 22.11.2018, das diesmal auch als TV-Talk für den Fernsehsender W24 aufgezeichnet wurde. Ich bedanke mich hier in der Runde sehr herzlich bei Jean Asselborn, bei Heinz Fischer, danke. Bei Florian Klenk. Ich verabschiede mich von den Zuhörern, die auf UKW dabei sind, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Der Falter bringt ja jede Woche Analysen und Reportagen, die nötig sind in der Auseinandersetzung für ein weltoffenes Österreich in einem starken Europa. Den Falter kann man abonnieren oder man kann, wenn man ihn schon abonniert hat, auch jemanden schenken. Ein Abo kann man schenken. Das geht über die Internetseite www.falter.at/abo. Die Signation kommt von Ursula Winterauer. Für die Videotechnik haben sich die Kollegen von W24 ins Zeug gelegt. Anna Goldenberg hat daraus den Podcast gezaubert. Für kommenden Samstag bereiten wir eine Sendung mit dem Ökonomen Stefan Schulmeister vor, der argumentiert, wie der Neoliberalismus die nächste Krise jetzt schon vorbereitet. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge. Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.